Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 9. Sendung zur orthomolekularmedizinischen Ignoranz in Deutschland. Heute mit dem Untertitel Vitamin C, The Real Story. Wie Sie aus dem Untertitel schon ersehen können, geht es um einen englischen Text. Deswegen mache ich es heute auch ganz kurz. Das Buch von Dr. Steve Hickey, Naturwissenschaftler, und Andrew W. Saul, Ernährungswissenschaftler, umfasst insgesamt 193 Seiten und bietet Ihnen einen vollständigen Überblick über die aktuelle Forschungslage zum Einsatz von Vitamin C bei chronischen Krankheiten und dem biochemischen Erklärungsmodell diesbezüglich. Es sind insgesamt 9 Kapitel. Und damit will ich es auch schon bewenden sein lassen. Möglicherweise gibt es einen Blick ins Buch bei verschiedenen Anbietern. Mir ging es heute nur darum, Sie darauf hinzuweisen, wenn Sie Englisch können, wenn Sie zu Vitamin C Bescheid wissen wollen und wissenschaftstheoretisch sauber argumentieren wollen, dann ist das Buch von Steve Hickey und Andrew Saul, Vitamin C, The Real Story, The Remarkable and Controversial Story of Vitamin C, The Latest Research on Vitamin C, Proper Dosage and Safety Recommendations, Vitamin C for Infections, Cancer and Heart Disease. Die richtige Wahl, wenn Sie also wieder erwarten, aus Ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit heraustreten wollen, allerdings brauchen Sie dafür hier Englischkenntnisse, dann empfehle ich dieses Buch.